Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin für euch heute in Düsseldorf im Hotel Indigo und als allererstes zeige ich euch natürlich wieder einen Rundgang durchs Zimmer. Nach der kleinen Roomtour habe ich jetzt einfach mal Lust auf Spa. Hier im Hotel gibt es natürlich auch ein Gym und Sauna und Dampfbad, aber ich habe Lust natürlich zu dem Hotspot Spa in Düsseldorf zu fahren. Also kommt einfach mal mit und dann schauen wir uns um. Ach, wie die Zeit vergeht. Jetzt ist auch meine Woche in Düsseldorf schon wieder leider zu Ende. Aber ich sag's euch, das Hotel Indigo ist der Hammer. Das ist für alle Fashion-Fans, denn das Motto hier im Haus ist Fashion. Auf jeder Etage gibt es eine Geschichte der Mode, jedes Jahrzehnt sozusagen. Und sehr, sehr cool festgehalten, coole Bilder. Auf jedem Zimmer liegt auch eine Vogue. Im Eingang siehst du überall, ist das Thema Fashion einfach hier zu Hause. Ich habe mich hier mega wohl gefühlt. Die Betten sind wirklich top. Klimaanlage, alles da, was man braucht. Also für ein 4-Sterne-Haus definitiv über der Kategorie. Hab mich toll gefreut, weil auch die Umgebung ist toll. Ich habe hier wunderbar einen schönen Gartenblick vom Balkon aus, aber um die Ecke sind Supermarkt, verschiedene Restaurants, Pizzerien, auch Fastfood, also alles da, was man braucht. Wenn ihr in Düsseldorf seid, müsst ihr unbedingt in den Barbadis Bar gehen. Der ist wirklich toll. Riesengroß, auf 2 Etagen, Indoor, Outdoor Pool, also wirklich alles dabei, was man sich so wünscht. Was zu wichtig ist zu beachten, er ist komplett textilfrei. Ich dachte am Anfang, er ist unterteilt mit Textil und Nicht-Textil, aber wer auf die Webseite guckt, ist natürlich besser informiert. Und es war aber sehr angenehm, sehr tolle Menschen waren da, wirklich jung, alt, es war wirklich angenehm, die Aufgüsse waren toll. Ich hatte auch eine wunderbare Massage, also auch unbedingt, aber vorher buchen die Massagen, denn vor Ort ist es fast nicht mehr möglich, Massagen zu buchen, weil die so ausgebucht sind. Aber obwohl wirklich das Haus gut besucht war, hatte man das Gefühl, dass man wirklich für sich ist. Man kann Zeit für sich verbringen, es ist sehr ruhig, sehr entspannt, also jetzt nicht wie bei einem typischen Freizeitbad. Also es ist sehr, sehr angenehm. Mein absoluter Tipp natürlich ist natürlich das Bar und das Hotel in Kombination, weil ihr findet, ihr habt da alles. So ein stylisches Fashion-Hotel und so eine coole Auszeit außerhalb von Düsseldorf, das ist wirklich cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt einfach mal durch und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.